Geräusche aus der Altstadt gehört. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Ich denke nicht. Er muss schon tot sein. Wahrscheinlich sind das diese untoten Dinger. Warum müssen wir hier oben festsitzen, während diese Dinger im Dunkeln lauern? Hast du etwa Angst, Hans? Verdammt! Feuer! Jawohl, Kommandant! Schicken sofort einen Trupp los! Thank you.
Erneute Befragung von Patient Nummer A12, Michael Lina, zur verlorenen Karte von König Otto. Hallo Michael, wie geht's Ihnen heute? Ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Ja. Sehr stark. Das muss von den Medikamenten kommen. Tut mir leid, Michael. Es ist zu Ihrem Besten, das verstehen Sie doch. Stört es Sie, wenn ich bei unserem Gespräch Wein trinke? Nein, das stört mich nicht. Also, bevor unser letztes Treffen unterbrochen wurde, hatten Sie von einer Karte gesprochen, richtig? Ich denke schon, ja. Gut. Warum erzählen Sie mir nicht, wie Sie diese Karte gefunden haben? Bitte, also haben Sie keine Angst, ich stehe auf Ihrer Seite. Dass einer der Töne der Kirchenorgel verstimmt war. Zurückreichenden Verbindungen zu Wolfburg. Er war angesehen und hatte großen Einfluss auf die Stadtpolitik. Ich wusste, dass er Geheimnisse von Wolfburg kannte, von denen niemand sonst wusste. Also blieb ich eines Abends nach dem Gottesdienst da, um zu sehen, was der Priester tat. Ich versteckte mich in einer dunklen Nische und beobachtete, wie er zu meinem Arbeitsplatz ging und die Klappe an der Orgelpfeife öffnete. Griff suchend mit der Hand hinein, bis er ein altes Pergament herausholte. Ein sehr altes. Er legte es vorsichtig in einen Koffer. Dann verließ er die Kirche. Ich folgte ihm nach draußen. An jenem Abend waren viele Leute wegen traditioneller Feierlichkeiten unterwegs. Und ich konnte ihm leicht folgen, ohne dass er mich entdeckte. Er ging durch die Altstadt bis zur alten Kirchenruine. Als ich die Kirche betrat, war er gerade dabei, mit einem Spaten den Boden neben einem der alten Gräber der Ritter von König Otto auszuheben. Neben dem Loch war ein Erdhaufen aufgeworfen und er grub immer weiter, bis sein Spaten auf etwas Hartes stieß. Er entfernte eine dünne Erdschicht und darunter kam eine Steintür zum Vorschein. Eine sehr alte Steintür. Der Priester war außer sich vor Freude und tanzte wie ein Verrückter. Dabei entdeckte er mich. Ich wollte wegrennen, aber er folgte mir und stieß mich um, sodass ich mit dem Kopf auf einen Stein schlug. Er stellte mir Fragen, was ich wüsste, wie ich gesehen hätte, was ich wollte. Dann sagte er mir, ich solle mir keine Sorgen machen und alles würde gut. Dann nahm einen Stein und hielt ihn hoch über seinen Kopf. Ich hatte keine Zeit nachzudenken. Ich musste etwas tun, sonst hätte er mich erschlagen. Also stieß ich ihm die Finger in die Augen. Ich spürte, wie ich ein Auge durchstieß und mein Finger in etwas Butterartigem steckte. Warmes Blut rann aus seinem Kopf. Mein Gott! Ich kann es immer noch spüren. Beruhigen Sie sich, Michael. Beruhigen Sie sich. Niemand wird Sie deshalb beschuldigen. Das war natürlich Notwehr. Erzählen Sie weiter. Ja, er schrie und hielt sich die Hände vor die Augen, auch als das Blut zwischen seinen Fingern durchquoll. Und ich hob den Stein auf, mit dem er mich töten wollte, und schlug ihm damit fest ins Gesicht. Ich muss ihm die Nase gebrochen haben, denn ich hörte das Knacken von Knochen. Er fiel auf den Boden und ich schlug ihm immer wieder auf den Kopf, bis sein Schädel nachgab und er sich nicht mehr bewegte. Ich richtete mich auf und sah, was ich angerichtet hatte.
Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also nahm ich den Koffer mit dem alten Pergament, das er aus der Orgel geholt hatte, und ging nach Hause. Als ich es mir später genauer ansah, erkannte ich, dass es eine Karte war. Eine sehr alte Karte. Es schienen irgendwelche Tunnel unter der alten Kirche abgebildet zu sein. Aus der Zeit, bevor sie eine Ruine war. Ich versteckte die Karte unter den Dielen in der Küche. Ich bin nicht mehr zu der Steintür in der Kirchenruine zurückgegangen. Ist sie immer noch dort? Ja, bestimmt. Ist sie dort sicher? Ja, ist sie. Gut. Was passiert jetzt mit mir? Kann ich wieder zurück? Ich dass Sie dafür zu krank sind, aber das muss natürlich Ihr Arzt beurteilen. Ich werde alles tun, um Ihre Lage zu verbessern. Bringen Sie ihn zurück auf die Station. Die Befragung ist beendet.
This is madness. And like a blind worm tumbling your way through the soil, deeper and deeper into the rotting bowels of the earth, into the dark places that are left forgotten. Thank you.
Deckung zu Ihrer Position! Searching for. Hey!
Mein Opa, Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, hm? Aber diesmal verbrennen Sie ran. You're that fucking American, aren't you? Who killed my hunter, Rudy? I must say you're stubborn. What have we here? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so strange and unpredictable. I could just... I feel like I'm a child again, digging for the treasures in the woods. This moment will put me in the history books amongst the greatest of adventurers. You'll always be just another Nazi. Sehen Sie, Schreiner. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Korrentenkacker. Hier, sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Hemd. Ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt, hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna, bitte! Thank you.
Thank you.
You don't understand. You never were in control. Jesus Christ. Nazi pits fucking everywhere. Here he is. Fergus. Come on. Give me a hand, you lazy bastard. Thank you.
Who's ahead, Blazkowicz? How'd you find me? We got a distress call from Pippa. We found her body. They got Wesley too, Fergus. Bloody hell. Come on, miss. We have to get you out of here. Yeah, listen, Blazko. We can't change what happened. You did a hell of a job finding that folder. Which means we've got the location of Deathshead's compound. Eh? We bloody got it. Can you believe it? There's this dream. Something important. It's gone when I wake up. No time for dreams, I guess. Ah, damn it! Forgot to take a piss before we left. Why didn't you remind me, Blazko? I look like your babysitter, Fergus. Fuck it. Almost there. You sure killed that big fucking monster proper, BJ. The biggest one is still out there. This may be our last chance to topple the Nazi Empire. Now it's time to get it done, eh? And the world is counting on us and all that. No pressure. Except my goddamn bladder. Monster never dies, no matter how many times you kill it. Just sheds its skin and changes form. I'd feel the weight of the world pushing me down. I try to carry it nonetheless. One last time. Then I can rest. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one. But I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come. Shadows.
Oh, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come.